Erinnern Sie sich an Zagreus? Ja, ich wünsche Ihnen also eine musenreiche Viertelstunde. Erinnern Sie sich an Zagreus, dieser Sohn des Zeus, der von den Titanen zerrissen und aufgefressen worden ist, als ein Pallas Athene nur noch das Herz des Zagreus retten konnte und ihrem Vater Zeus gebracht hat. Der hat es dann unter seine Achselhöhle gelegt, um es dort zu konservieren mit göttlichem Achselschweiß. Erinnern Sie sich an diese Geschichte? Also, Sie müssen sich vorstellen, die ganze Zeit über diese ganzen Jahre, Jahrhunderte, was weiß ich, was für Zeitrechnung das ist bei den Göttern, geht also Zeus herum und hat das Herz seines Lieblingssohnes Zagreus da unter seiner Achsel. Er will damit eines Tages etwas machen noch. Er will das nicht einfach verderben lassen, dieses Herz, das Herz eines Gottessohnes, eines Lieblings. Und eben eines Tages lernt Zeus eine Sterbliche kennen, Semele. Er nähert sich ihr inkognito. Sie weiß nicht, wer er ist, denkt sie vielleicht ein charmanter, großzügiger Handlungsreisender. Und sie fragt auch nicht, das ist eine sehr leidenschaftliche Beziehung zwischen den beiden. Zeus hat von Anfang an zu ihr gesagt, lass es uns auf dieser Ebene tun, fragen wir nicht weiter nach unseren anderen Verhältnissen. Das würde uns nur den Spaß verderben. Wer ist diese Semele? Es ist nicht irgendeine, es gibt nicht irgendwelche Figuren in der Mythologie. Alle diese Figuren haben eine Bedeutung, haben eine große Geschichte. Semele ist eine Tochter des Kadmos. Da muss ich auch wieder daran appellieren. Erinnern Sie sich, der Kadmos, der war der Bruder der Europa, der ausgeschickt worden ist, um seine Schwester zu suchen. Und Semele, wie gesagt, hat ein freudevolles Verhältnis mit Zeus, den sie nicht kennt. Und eines Tages sagt Zeus zu ihr, tust du mir einen Gefallen, Semele? Und sie sagt, ja, ich tue dir gern jeden Gefallen. Was ist denn das denn für ein Gefallen? Und er sagt, nein, ich möchte, bevor ich dir sage, was du zu tun hast, möchte ich von dir das Versprechen, dass du es auf alle Fälle tust. Und Semele hatte keinen Grund, misstrauisch zu sein. Und sie sagt, ja, ich verspreche dir, ich tue es. Und da holt er das Herz des Zagreus unter seiner Achselhöhle hervor und sagt, iss es auf. Semele hat es versprochen. Gut, sie tut es. Sie isst das Herz des Zagreus auf. Und dieses Herz, also wiederum medizinisch, biologisch durchaus anzuzweifeln, aber mythologisch völlig in Ordnung, dieses Herz setzt in ihrem Leib sozusagen Frucht an. Aus diesem Herz wächst ein Embryo. Und auf diese Art und Weise wird Semele schwanger. Und dann passiert eines Tages Folgendes, was in solchen Geschichten oftmals passiert. Es klopft am Vormittag, als Semele allein ist, an ihre Tür und da steht eine alte Frau. Und wenn solche alten Frauen auftauchen in der Mythologie, dann wissen wir in der Regel, wer das ist. Es ist nämlich die vor Eifersucht rasende Hera, die sich verkleidet hat. Und sie sagt, Semele, ich beobachte dich schon die längste Zeit. Ich sehe, du hast einen neuen Liebhaber. Ja, sagt Semele, ist ein großzügiger, lieber Liebhaber. Und die alte Frau sagt, ja, weißt du denn nicht, wer das ist? Interessiert dich das nicht? Nein, sagt Semele, eigentlich nicht. Und diese alte Frau hetzt auf die Semele. Und am Abend, als Zeus wieder kommt, sagt Semele, würdest du mir einen Gefallen tun? Und Zeus sagt, ja, was für einen denn? Und Semele sagt, mach mir's doch so wie bei dem Herz. Du versprichst mir zuerst, dass du mir diesen Gefallen tust und dann sage ich dir, was für einer. Und Zeus sagt, das ist eine gefährliche Geschichte. Sagt Semele, ja, kein Problem, dann verbringen wir halt den heutigen Abend in der Küche. Ist auch schön dort, ne? Brauch nicht ins Schlafzimmer zu gehen. Das will aber der Zeus natürlich nicht. Und er sagt, also gut, ich versprech's. Und sie sagt, ich möchte wissen, wer du bist. Und Zeus hat es versprochen und er sagt, ich bin Zeus, der oberste Gott. Und Semele glaubt ihm, denkt sich, warum denn nicht? Ich bin ja schön, ich bin die Tochter des Kadmos, warum soll mich nicht Zeus besuchen? Und am nächsten Tag kommt die alte Frau wieder und sagt, jetzt Semele, weißt du, wer das ist? Und sie sagt, ja, ich weiß, wer das ist, es ist Zeus, der oberste Gott. Ja, kannst du dir vorstellen, sagt die alte Frau. Und das hast du ihm geglaubt? Er soll sich dir doch in seiner ganzen Herrlichkeit zeigen. Und sie hetzt sie wieder auf. Und wieder am Abend, Zeus kommt, sie sagt, du, ich
hätte da eine Bitte und er fragt, was für eine. Und sie sagt, nein, du musst mir erst versprechen. Und er sagt wieder, das ist eine gefährliche Geschichte, aber er verspricht es, weil sonst Küche anstatt Schlafzimmer. Ich möchte dich in deiner ganzen Herrlichkeit sehen, sagt Semele. Aber das hält ein Mensch nicht aus. Aber Zeus hat es versprochen, er zeigt sich Semele in seiner ganzen Herrlichkeit und da brennt sie ab, geht in Flammen auf. Und Zeus kann gerade noch im letzten Augenblick in diese brennende Semele greifen und die Leibesfrucht, die schon herangewachsen ist in ihr, aus dem Herz des Zagreus retten. Und da denkt er sich, na gut, jetzt ist aber Schluss. Ne? Er schneidet sich den Oberschenkel auf, näht diesen Fötus ein in diesen Oberschenkel. Und nach einer Weile, ich weiß nicht, wie lange eine göttliche Oberschenkelschwangerschaft dauert in der Regel, aber nach einer Weile platzt diese Wunde auf und heraus kommt ein neuer Gott. Und wie es volksetymologisch heißt, der zum zweiten Mal Geborene, nämlich Dionysos. Und dieser Dionysos, der hat jetzt keine Mutter, der ist ein Weise von Anfang an, weil sein Vater kümmert sich ja nicht um ihn, der wird nun zur Schwester der Semele gegeben, Ino, eine andere Tochter des Kadmos. Ino lebt zusammen mit Athamas. Wieder eine lange Geschichte. Das ist das Problem bei der griechischen Mythologie. Es gibt keine Nebenfiguren. Man kann von jeder Figur aus sagen, soll ich mich für diese oder für diese entscheiden. Aber ich will trotzdem kurz umreißen, was es mit diesem Athamas auf sich hat. Dieser Athamas ist der Zwillingsbruder des Sisyphus. Über den will ich jetzt gar nicht reden, aber Sisyphus, das kennen Sie. Sisyphus, der den Stein raufrollt, und Athamas ist sein Zwillingsbruder, seine schwächere Kopie sozusagen. Und dieser Athamas ist verheiratet mit Ino. Und er hat auch zwei Söhne mit Ino. Und nun bekommt er einen dritten dazu, nämlich diesen jungen Dionysos, von dem niemand glaubt, dass er ein Gott ist. Aber dieser Dionysos ist ein Mächtiger, ein Starker. Und er vertreibt diese Söhne allmählich aus dieser Familie, die anderen Söhne. Jetzt muss man noch dazu etwas anderes sagen. Dieser Athamas war vorher wiederum mit jemand anders verheiratet. Diese Geschichte habe ich schon begonnen zu erzählen. Er war verheiratet mit Nephele. Und Nephele ist ja auch eine Kopie gewesen, eine Kopie der Göttin Hera, aus Wolke gemacht. Als dann diese Wolke da übrig war im Olymp, diese Wolkengottheit, da hat sich Zeus überlegt, was soll mit der geschehen? Und da hat er gesagt, sie ist eine Kopie, der Athamas ist mehr oder weniger auch eine Kopie, verheiraten wir es mit dem. Und mit dieser Wolke Nephele hatte Athamas auch zwei Kinder, nämlich Helle und Phrixos. Und also als dann sich diese Wolke aufgelöst hat und verschwunden war und Athamas mit den zwei Kindern dastand, hat er dann Ino geheiratet und mit ihr auch noch zwei Kinder gehabt. Ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu, aber ich hoffe, ich habe es irgendwie rübergebracht. Nun war also eine Familie, da waren verschiedene Kinder da. Da war einmal Helle und Phrixos aus erster Ehe, dann diese beiden anderen Söhne, Athamas und Ino. Und jetzt kam noch dieser fremde Sohn, dieser Dionysos, dieser Gott, der von sich schon als Kind behauptet, er sei ein Gott dazu. Also eine sehr durchmischte, komplizierte Familiensituation. Und Dionysos hat die anderen Kinder an die Wand gedrückt, hat versucht, sie aus der Familie herauszudrücken. Er hat Zwietracht gesät, er wollte der Einzige sein. Ein wilder Gott. Es ist viel zu wenig, ihn auf die Gottheit des Weines zu reduzieren. Er ist der Gottheit der Wildheit, der Gottheit der Orgie. Das war den Griechen immer etwas unheimlich. Und dieser Dionysos war den Griechen lange Zeit unheimlich. Und erst später in ihrer Zerfallsituation haben sie sich ihm zugewandt. Er hat Zwietracht gesät, wie gesagt. Er hat in das Herz der Ino hineingegriffen und hat ihr zugeflüstert, hör zu, diese Kinder aus erster Ehe von der Nephele, diese Helle und dieser Phrixos, die verderben uns, die haben hier nichts verloren, schau, dass du sie los wirst. Und plötzlich in dieser bis dahin guten Mutter Ino und auch guten Ersatzmutter Ino kamen böse Gedanken auf.
Und sie hat zu ihrem Mann Atamas gesprochen und hat gesagt, diese Kinder aus deiner ersten Ehe, Phrixos, Helle, ich kann sie nicht leiden. Sie bringen Unglück. Und Atamas hat gesagt, was für Unglück bringen sie denn? Sie bringen doch kein Unglück, sie sind doch lieb, diese beiden. Bis jetzt hast du sie doch geliebt. Nein, sie hat nicht locker gelassen, aufgehetzt von diesem jungen Dionysos. Und dann hat Ino einen Priester bestochen und hat mit diesem Priester gemeinsam in der Nacht das Saatkorn geröstet, sodass es verdorben war. Und hat am Tag behauptet, es seien Phrixos und Helle gewesen. Und dann ist Atamas zu dem Priester gegangen, dem bestochen, und hat ihn gefragt, was kann ich tun? Und dieser Priester, aufgehetzt von ihm, hat gesagt, du musst deine Kinder opfern, du musst sie selber töten, führe sie auf den Berg, Phrixos und Helle, und dort schneide ihnen eigenhändig die Kehle durch. Woran erinnert das uns? Natürlich. Es erinnert uns an die biblische Geschichte von Abraham und Isaak, der auch seinen eigenen Sohn hinrichten sollte. Es ist dies ein Mythologem, das im ganzen Mittelmeerraum verbreitet ist. Und Atamas, der schwache, arme Vater, er führte seine Kinder, Phrixos und Helle, auf diesen Berg, verbarg in seinem Gewand das Messer. Und es war ihm das Herz sehr schwer. Und die beiden Kinder wussten nicht, was mit ihnen geschah. Und sie haben ihren Vater geliebt und gesagt, was tust du? Und er hat gesagt, ich will euch etwas zeigen. Warum hast du so ein schweres Herz? Fragten sie. Ach, ich bin alt, sagt er, und der Weg ist mühsam. Warum verbirgst du deine Hand immer unter deinem Gewand? Fragten sie ihn. Ach, es ist mein Herz, das mir schmerzt und ich muss es halten, sagte er. Und dann waren sie auf dem Gipfel des Berges. Und Atamas richtete einen Altar her und dann zückte er sein Messer und wollte seine beiden Kinder Phrixos und Helle töten. Aber da kam, ganz ähnlich wie in der Geschichte von Abraham und Isaak, da kam ein Widder daher, aber im Unterschied zur biblischen Geschichte flog dieser Widder daher und dieser Widder hatte ein goldenes Fell. Dieser Widder war geschickt worden von Nephele, von der Mutter von Helle und Phrixos, die ja inzwischen eine Wolke war, die sich in Luft aufgelöst hatte, aber deswegen ja doch noch vorhanden war. Die hat, um ihre Kinder zu retten, diesen goldenen Widder geschickt und Helle und Phrixos schwangen sich auf diesen Widder und der Widder flog mit ihnen davon. Er flog mit ihnen davon. Sie hielten sich aneinander fest, die beiden Kinder, Helle und Phrixos, sie wussten nicht, was in ihren Vater gefahren ist. Und als sie dann so über dem Mittelmeer flogen, dann schaute Helle hinunter und Phrixos sagt, tu das nicht, halt dich an mir fest, es ist gefährlich. Aber Helle war ganz begeistert, das Mädchen, und sagte, wie schön das hier ist, wie schön das alles ist. Und sie hat sich geneigt und ist abgerutscht und ist heruntergefallen von diesem schönen, fliegenden, goldenen Widder. Und dort, wo sie aufgeschlagen ist am Boden, an dieser Stelle, dort hat dieser Boden ihren Namen bekommen. Und bis heute heißt diese Stelle Hellespont, weil dort Helle abgestürzt ist. Und Phrixos flog weiter, flog bis dorthin, wo heute Georgien ist, in das Land Kolchis, wo der König Aietes wohnt, ein finsterer König in einem finsteren Land. Und als er dort landete, wurde er sofort von diesem König Aietes getötet, denn dieser König wollte den goldenen Widder haben und er tötete auch den Widder und zog ihm das Fell ab. Es ist das berühmte goldene Vlies, das in einer anderen Sage, die ich später erzählen werde, eine große, eine zentrale Rolle spielen wird. Wenn ich recht gezählt habe zum 12. Mal, wünsche ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Ich will Ihnen heute eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über die Langeweile, um genau zu sein, über die verheerenden Folgen der Langeweile. Es war mal ein König, Nykteus hieß er, war der König der Stadt Katmaia. Und dieser König war das, was man einen Ästheten nennt. Ihm galt nur eines, nämlich es musste alles, was geschah, schön
geschehen. Was dann geschah, war ihm nicht so wichtig. Es musste nur schön geschehen. Jedes Schuhband musste zum Haarband passen. Jedes Essen war ein ästhetisches Vergnügen. Und wir hören es auch gerne, er war ein friedlicher König. Vom Krieg hat er nichts gehalten. Gar nichts. Also beim Verteidigungsbudget hat er eingespart. Nicht deswegen aus moralischen Gründen oder aus ethischen Gründen, sondern weil für ihn der Krieg doch so eine arg schweißtreibende Angelegenheit war. Das heißt, es war unästhetisch, Krieg zu führen. Es war auch unästhetisch, besonders schweißtreibende Sportarten zu betreiben. All das wollte er nicht. Es war Harmonie, Ruhe, Gleichklang. Alles Schräge, alles Laute, alles Schrille war verbannt von seinem Hof. Und so herrschte König Nykteus. Und König Nykteus hatte eine Tochter, Antiope, und in sie investierte er nicht nur Liebe, sondern seine ganze Zukunft, weil er wusste, er wird eines Tages sterben. Wer wird dann die Schönheit weiter in die Welt hinaustragen? Also seine Tochter Antiope. Und alle ihre Kleider waren nach den besten ästhetischen Kriterien ausgesucht. Sie wurde nur mit dem Allerbesten ernährt und sie wurde nur in der Schönheit erzogen. Und eines Tages verliebte sie sich, oder besser gesagt, es wurde ihr zugeführt, auch ein sehr schöner junger Mann, Epopoeus. Und so saßen sie dann beieinander. Und eines Tages rollte Antiope die Augen. Und sie sagte sich, jetzt habe ich die Augen gerollt, wieso? Und sie stellte mit einem Schlag fest, dass ihr Leben zwar schön war, aber unendlich langweilig und dass es eigentlich nicht lebenswert war. Und da ging sie hinaus in die Natur, in den Wald ging sie. In der Natur, dort fand sie, dort war alles chaotisch, dort war alles wild. Dort war unordentlich und nicht schön. Und das gefiel ihr, dort holte sie sich Ausgleich von der Schönheit. Und dort wurde sie von Zeus erblickt. Der blickte vom Olymp herunter und sah die schöne, diese wunderschöne Antiope. Und er beriet sich mit seinem Sohn Hermes und sagte, was soll ich tun, dass ich bei ihr gut ankomme? Und der Hermes, der ja die Menschen kennt, er wird ja auch der Psychopompos genannt, der Seelenführer, der die Seelen in den Hades führt, und er weiß, was das größte Leid der Menschen ist, nämlich all diese Versäumnisse am Ende des Lebens, an die sie sich erinnern. Und er sagt, du musst, wenn du dich ihr näherst, hässlich sein, unästhetisch sein. Du musst stinken, du musst böse ausschauen, hässlich musst du sein. Dann wird sie auf dich fliegen. Und der Zeus hat den Ratschlag seines Sohnes angenommen. Er hat sich in einen Satyr verwandelt. Und eines Tages, als Antiope da im Wald stand, stand ihr so ein Satyr gegenüber, zottelig im Fell, mit einem sauren Atem aus dem Mund, mit bösen, verquollenen Augen. Und sie fürchtete sich vor ihm, aber gleichzeitig fühlte sie sich hingezogen zu ihm. Und der Satyr verführte sie. Er schlief mit ihr. Und sie lief nach Hause, voll Ekel, aber gleichzeitig, dieser Ekel war gemischt mit Begehren. Und in dieser Widersprüchlichkeit, in dieser Zerrissenheit, wurde Antiope noch schöner. Das brachte ihr den Eros, den Sex in die Augen. Und ihr Gatte Epopoeus, der merkte das und sagt, was ist mit dir los? Du blühst so auf, du gefällst mir, du wirst so wild. Lass uns von diesem Hof gehen. Er wurde angesteckt von ihr. Darf ich dich wenigstens einmal begleiten, wenn du in den Wald gehst? Und sie sagt, nein, das will ich nicht. Und immer wieder voll Ekel, aber gleichzeitig voll Begehren ging sie in diesen Wald. Und plötzlich diese Besuche, die im Wald, das wurde für sie das Elixier des Lebens gegen diese Langeweile. Und dann eines Tages merkte sie, dass sie schwanger war. Und sie wusste, sie ist schwanger nur von diesem hässlichen Untier, von diesem Monster, von diesem Satyr. Sie wusste nicht, dass es Zeus war. Und da bekam sie Angst, weil sie fürchtete, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, das wird auch so hässlich sein und das wird ihr Vater Nykteus nicht dulden, der Ästhet. Und da sagte sie zu ihrem Mann Epopoeus, du wolltest ja gehen, du wolltest fliehen, willst du immer noch? Und er sagte, ja, selbstverständlich, wohin du willst, mit dir gehe ich überall hin.
warum willst du fliehen? Was ist mit dir? Und sie sagt, bitte frag nicht. Und er sagt, warum soll ich denn nicht fragen? Und sie sagt, das ist auch schon eine Frage, auch diese sollst du nicht stellen. Und sie flohen aus Katmaya. Und da war dann diese Ästhetik des Gedankens und der Empfindung aus dem Nykthous wie verblasen. In seine Tochter hatte er schließlich investiert und es ist sie weg. Das konnte er nicht dulden. Und er wandte sich an seinen Bruder und sein Bruder Lykos war nun genau das Gegenteil von ihm. Der war einer, dem die Schönheit vollkommen egal war, ein Kriegsmann. Und er sagte zu ihm, Lykos, hör zu, ich brauche deine Hilfe. Du musst mich begleiten, wir müssen meine Tochter und ihren Mann, die da mit ihrem Gefolge weg sind, die müssen wir zurückholen. Die gehört mir, das ist mein Eigentum. Der Lykos sagt, ja klar, jederzeit. Allerdings schön wird es nicht werden. Ich meine, ich kenne dich ja. Sagt er, gut, die Schönheit ist im Augenblick ausgeblendet, sagte Nykthous, ich möchte meine Tochter wieder haben. Und sie nahmen die Spur auf und sie fanden die beiden, Epopeus und Antiope. Und es kam zu einer Auseinandersetzung und unglücklicherweise führte Epopeus das Schwert, er wollte gar nicht, unglücklicherweise rutschte aus, jedenfalls er tötete den Vater der Antiope. Und da war plötzlich große Trauer in ihr und sie verzweifelt, weil sie hat ihren Vater ja geliebt und sie fragte sich, was ist das für eine Empfindung, was ist das für ein Gefühl? Das kannte sie bisher nicht, bisher war ja alles schön, ruhig gewesen. Es war das Gefühl des Leids. Es war nicht unbedingt angenehm, aber es war eines ganz sicher nicht, es war nicht langweilig. Und sie dachte sich, lieber will ich Leid haben als Langeweile. Und nun hat Lykos, der Bruder des getöteten Königs, die Gewalt an sich gerissen. Er hat Epopeus getötet und hat Antiope, das verwöhnte, schöne Kind, zu sich in Gefangenschaft genommen. Und sie sagte, er sagte zu ihr, du wirst sehen, man kann aus dem schönsten Menschen einen hässlichen Menschen machen, wenn man sich nur recht bemüht. Und er hat sich recht bemüht, er hat ihr die ältesten, schlimmsten Kleider angezogen, hat sie mit Asche beworfen und auf seinem Tross, mit dem er durch das Land zog, musste sie hinterhergehen. Sie war gefesselt und musste hinten nachlaufen, war dem Gespött preisgegeben. Hochschwanger, wie sie war. Und dann ist sie niedergekommen unterwegs. Am Wegrand hat sie Zwillinge geboren. Und ihre Befürchtung, dass die Kinder des Satyrs so hässlich werden wie der Satyr, die trafen überhaupt nicht zu. Es waren zwei sehr hübsche, liebe Knaben. Und sie gab ihnen den Namen Amphion und Zethos. Und sie sah, dass sich die Knaben schon gleich nach der Geburt selbst umarmten, dass diese beiden sich liebten. Das ist ja in der griechischen Mythologie bei Gott selten. Meistens herrscht Brüderhass. Aber in diesem Fall, im Fall von Amphion und Zethos, war es nicht so. Und zwar vom ersten Augenblick an. Und es sah aus, als wolle der eine den anderen beschützen. Und Antiope sagte zu ihren Kindern, die da am Wegesrand lagen, nackt, das werdet ihr auch nötig haben, denn ich kann nicht für euch sorgen. Und schon wurde sie weggerissen von ihren Kindern. Und die Kinder lagen da. Und es war ihre größte Sorge, ihr größter Schmerz. Und sie wusste wieder, dieser Schmerz ist alles andere als Langeweile. Aber es kam ihr das erste Mal in ihr Herz, der Wunsch nach dieser Zeit, als sie noch glaubte, dass alles so langweilig war. Und dann waren sie zu Hause bei diesem furchtbaren Lykos. Und Lykos trat Antiope gegenüber, die nun inzwischen eine hässliche Frau geworden war, weil sie so gequält worden war. Und er sagte zu ihr, gell? Du glaubst, ich bin der grausamste Mensch der Welt. Und Antiope sagt, nein, das glaube ich nicht. Das weiß ich. Ich weiß, dass du der grausamste Mensch der Welt bist. Und da sagte Lykos, dann werde ich dir den wirklich grausamsten Menschen nun zeigen und du sollst die Dienerin von ihm werden. Und er führte Antiope zu seiner Frau Dirke. Und Dirke war nun auf eine andere Art und Weise, nämlich auf eine seelische Art und Weise grausam zu Antiope. Jeden Tag kam sie zu ihr und sagte, ach Antiope, stell dir vor, ich habe heute gehört,
etwas über deine beiden Söhne. Es soll ihnen angeblich ganz furchtbar gehen. Und Antiope wusste, es war gelogen, und weil sie es jeden Tag machte. Und sie sagte zu ihr, du willst mich nur wieder quälen, das ist nicht wahr. Und Dirke sagte, ja so, na gut, in dem Fall, wenn es sich nicht interessiert, dann brauche ich es ja nicht zu erzählen. Und dann dachte sich Antiope, aber vielleicht ist es eben doch wahr. Und so quälte sie Dirke jeden Tag über viele, viele Jahre. Und ihre Söhne, Amphion und Zethos, die wuchsen fern von ihr auf. Sie waren da am Wegrand gelegen. Und wie es in Märchen, und diese Geschichte hatte was Märchenhaftes an sich, ich finde es zwar nicht unbedingt sinnvoll, zwischen Märchen und Sagen immer zu unterscheiden, aber manchmal gibt es eine Melodie in solchen Geschichten, die doch an Märchen erinnern, mehr als an Sagen. Und in dieser Geschichte ist es, diese Knaben lagen da am Wegrand in der heißen Sonne. Und da kam ein Hirte des Weges und hat sie gefunden. Und er hat sie aufgenommen, hat sie als seine eigenen Kinder großgezogen. Und sie sollten die Schafe hüten, als sie junge Knaben waren. Und es zeigt sich etwas, ein Erbe. Sie haben die Schafe gehütet. Amphion war der Musische, er hat Flöte gespielt dabei. Zethos war der Starke, er hat ein bisschen Steine gestemmt dabei. Und bald merkten sie, was die Qual ihres Lebens ist, nämlich, dass ihnen langweilig wird. Amphion hat auf der Flöte gespielt, dann hat er alle Lieder gespielt, dann hat er gesagt, jetzt mag ich nicht mehr. Zethos hat alle Steine gestemmt, dann hat er gesagt, ich mag jetzt auch nicht mehr. Manchmal haben sie sich unter einen Baum gestellt, haben sich den Rücken an der Rinde gerieben und haben gesagt, jetzt mögen wir nicht mehr, jetzt haben wir es lange genug getan. Und sie haben von ihrer Mutter, von der sie gar nichts wussten, diese Langeweile geerbt. Und eines Tages, als sie so auf der Weide waren, sahen sie von Weitem einen Mensch auf sie zukommen. Sie konnten nicht erkennen, ist es eine Frau oder ist es ein Mann. Und Amphion sagte, Zethos, du siehst besser als ich, ist es eine Frau oder ist es ein Mann? Und Zethos sagte, ich weiß es auch nicht. Und sie warteten, bis sie herankamen und sahen, dass es eine Frau war. Und ganz offensichtlich eine Wahnsinnige. Mit zerwilden Haaren, mit einem stechenden, feurigen Blick. Und sie gingen zu dieser Frau, sie waren ja sehr, sehr freundlich und fragten, was ist mit dir? Und diese Frau fragte sie nur eines, was glaubt ihr beiden, ist das Schlimmste, was es in der Welt gibt? Und Amphion und Zethos sagten, ja, das wissen wir schon, das Schlimmste ist die Langeweile. Und da begann sie zu schreien. Es war nämlich ihre Mutter, aber, und das werde ich das nächste Mal erzählen, Amphion und Zethos erkannten ihre Mutter nicht und ihre Mutter erkannte sie nicht. Aber von nun an werden sie ein gemeinsames Schicksal haben. Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Erinnern wir uns. Wir haben erzählt von Amphion und Zethos, die beiden Söhne der unglücklichen Antiope. Warum war Antiope Unglück? Was war das größte Unglück in ihrem Leben? Das war zunächst einmal die Langeweile. Ihr war furchtbar langweilig und dann war es das Leid. Und sie hat eine Zeit lang das Leid der Langeweile vorgezogen, bis sie dann merkte, was Leid wirklich bedeutet. Sie hat zwei Knaben zur Welt gebracht. Der Vater war Zeus und sie musste die Knaben am Wegrand gebären. Und sie wurde weggerissen von diesen Knaben, nämlich von dem bösen Lykos, der Bruder des Nykteus war, des Vaters der Antiope. Sie wusste nicht, wie ihre Söhne Amphion und Zethos aufwuchsen. Die lagen da am Wegesrand in der heißen, prallen Sonne. Und dann kam eben ein Bauer des Weges und der hat sie mitgenommen, hat sie großgezogen. Und sie haben von ihrer Mutter etwas geerbt. Sie haben nämlich auch lange Zeit geglaubt, das furchtbarste Missgeschick, was einem Menschen passieren kann, sei die Langeweile. Sie haben die Schafe gehütet. Amphion war ein musischer Mensch, Er hat die Flöte gespielt. Zethos war stark. Und etwas, was ganz außergewöhnlich ist, diese beiden Knaben, die haben sich im Gegensatz zu den meisten Brüdern in der griechischen Mythologie von allen Anfang an geliebt. Sie waren sich einig. Und eben eines Tages
als sie die Schafe gehütet haben, haben sie eine Frau gesehen, die da des Weges kam. Sie haben sie nicht erkannt. Eine Wahnsinnige, ganz offensichtlich. Es war ihre Mutter, Antiope, die aus der Knechtschaft geflohen ist. Und Antiope hat ihre Kinder auch nicht erkannt. Und sie hat nur gesehen, die beiden, die leiden unter der Langeweile. Und sie hat sie vor der Langeweile gewarnt. Aber sie wussten nicht, wer sie ist. Sie haben sich lustig gemacht über diese alte Frau. Und sind zurück auf die Weide gegangen. Und dort auf dieser Weide, dort gab es einen Baum, an den haben sie sich immer gelehnt, haben sich den Rücken dran gerieben. Und das war ihr Denkbaum, wie sie gesagt haben. Immer wenn sie sich den Rücken gerieben haben, sind ihnen die besten Ideen gekommen. Amphion sind die besten Melodien eingefallen. Und Zethos, dem ist halt auch etwas eingefallen, etwas anderes. Aber sie hatten die besten Ideen. Und sie wussten nicht, dass es ein heiliger Baum ist. Nämlich ein Baum, der Zeus gehört, ihrem Vater, von dem sie auch nicht wussten, dass es ihr Vater ist. Und sie haben sich an diesen Baum gelehnt wieder, haben über diese alte Frau, diese Wahnsinnige gelacht und auf einmal hören sie eine Stimme. Und diese Stimme sagt, seid ihr denn noch zu retten? Und es war die Stimme des Baumes und sie sagten, wer redet denn da? Ja, ich habe euch da immer die besten Ideen gegeben, sagt der Baum, aber es hat wohl nichts genützt. Diese Frau war eure Mutter, sie hätte eure Hilfe benötigt und ihr habt diese Chance vertan. Und haben sich Amphion und Zethos aber plötzlich auf den Weg gemacht und sind dieser alten Frau nachgegangen, wollten sie suchen, aber sie haben sie nicht gefunden, sie war schon weg. Sie haben alles im Stich gelassen, die Herde, ihren Ziehvater, ihre Ziehmutter, alles. Und sie kamen in eine Stadt, in der sie noch nie waren. Diese Stadt hieß Kathmaya. Schon ein paar Mal ist uns diese Stadt nun begegnet. Kadmos hat sie gegründet, als er seine Schwester Europa gesucht hat. Und sie kamen in diese Stadt und da war an diesem Tag sehr viel los. Ein Fest stand bevor, ein Fest, das auf dem Kadmos nahegelegenen kleinen Berg in der Nacht hätte stattfinden sollen. Ein Fest nur für Frauen. Nur Frauen durften an diesem Fest sich beteiligen und Eingeweihte wissen, was für ein Fest es dann nur sein kann. Es ist ein Fest zu Ehren des Gottes Dionysos. Das ist der wilde Gott, der orgiastische Gott. Die Männer, die in der griechischen Mythologie vorkommen, sind zwar auch alles andere als Leute, die sich nur vom Verstand leiten lassen, aber die Orgie, das Wilde, das Unzähmbare, das war nicht ihres. Und deshalb ist Dionysos, dieser Gott, eigentlich ein Gott der Frauen. Und Amphion und Zethos haben sich erkundigt, was soll dort geschehen? Und es hieß, ja, es soll ein besonderes Opfer dargebracht werden dem Gott. Und Zethos sagte zu Amphion, wir haben keine Zeit, wir müssen unsere Mutter suchen. Und Amphion sagte, pass auf, ich habe so ein Gefühl, ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, dass es wichtig ist, dass wir heute Abend da sind. Und Zethos war es gewohnt, auf dieses sogenannte merkwürdige Gefühl seines Bruders zu hören. Und sie haben sich Frauenkleider angezogen und haben sich auf den Berg begeben, um an diesem Fest teilzunehmen. Und da sahen sie dann, was das Besondere, was die Attraktion dieses Festes sein sollte, nämlich ein Stier. Und auf die Hörner dieses Stieres war eine Frau gebunden. Und sie sahen, wer diese Frau war, es war nämlich ihre Mutter, es war Antiope. Und sie sahen auch, wer dieses Fest veranstaltet hat, nämlich Dirke. Das ist die Frau von Lykos, der damals in dieser Stadt Kadmaia herrschte. Sie hat Antiope so gequält. Und da ist dann dem Zethos, der ein ungeheuer starker Mann war, dann die Sicherung durchgebrannt und er hat also dieses Fest gestört, hat den Stier erwürgt und hat seine Mutter befreit. Und dann haben sie sich Dirke vorgenommen, die das Ganze organisiert hat. Und sie haben die Dirke erstochen und sie haben sich in die Stadt begeben, zu Lykos, in den Palast, und haben auch ihn erstochen. Und ihre Mutter Antiope hatten sie währenddessen auf den Berg zurückgelassen. Sie hatten zu ihr gesagt, bleib du ganz ruhig, bleib ganz still, es wird dir nichts passieren, bewege dich nicht, schließ die Augen, es wird sich niemand, kein Feind auf diesen Berg trauen. Dieser Berg ist ein heiliger Berg, er ist dem Gott Dionysos geweiht, er wird über dich wachen. Und da stand nun Antiope auf diesem heiligen Hügel, es war Nacht, wahnsinnig vor Angst auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig vor Glück, denn sie hatte ihre beiden Söhne, Amphion und Zethos, endlich wieder gefunden. Sie hatten sie befreit. Sie stand da ganz still
die Augen geschlossen und sie dachte an ihr Leben, das so leicht, so nur in Schönheit begonnen hatte. Und sie dachte daran, dass sie dieses Leben in Schönheit aufgegeben hatte, weil sie so langweilig war. Und plötzlich hörte sie eine Stimme, die ihr ins Ohr flüsterte. Diese Stimme sagte: Antiope, weißt du, was deine Bestimmung ist? Und sie wusste nicht, wer da sprach. Es war der Gott Dionysos selbst. Und sie sagte: Nein, ich weiß nicht, was meine Bestimmung ist. Und er sagte zu ihr: Deine Bestimmung ist einfach, du sollst nur gehen, sonst gar nichts. Und dann begann sie zu gehen, Antiope. Man muss dazu sagen, viele Jahre durfte sie nur einen Schuh tragen. Das war auch so eine Sache, als man sie gequält hat. Und das hat dazu geführt, dass sie hinkt. Und wenn sie geradeaus ging in einer Gegend, die leer war, dann ging sich das nicht aus. Dann hat sie aufgrund des Hinkens einen Bogen gemacht. Und so kam sie in die Wüste, in die wohl langweiligste Landschaft, die es gibt. Und dort ging sie im Kreis. Bis ans Ende ihrer Tage ging sie im Kreis, bis sie umfiel und tot war. Ja, als Amphion und Zethos dann zurückkommen aus der Stadt, nachdem sie den Lykos, den Bösen, und die Dirke, die Böse, die ihre Mutter so gequält hatten, getötet haben, da war ihre Mutter nicht mehr da. Und zeitlang suchten sie sie noch und dann vergaßen sie sie. Sie kehrten in die Stadt Katmaia zurück. Und die Bürger von Katmaia, die sagten: Jetzt habt ihr unseren König, der ein furchtbarer König war, getötet. Jetzt könnt ihr nicht einfach wieder weitergehen. Jetzt übernehmt ihr die Herrschaft. Und das taten die beiden, Amphion und Zethos. Sie übernahmen die Herrschaft in Katmaia und sie ordneten das Leben. Und sie waren gut und sie waren gerecht. Und sie taten, was sie konnten. Zethos hat alles Handwerkliche, alles Schwere gemacht. Und Amphion, das ist nicht weniger, hat die Leute unterhalten mit seinem Flötenspiel. Flöte ist ein recht eingeschränktes Instrument, das weiß jeder. Und so saß er da und immer wieder experimentiert mit seiner Flöte. Irgendwann war Flöte am Ende. Und da setzte sich Hermes neben ihn und er sagte: Ich beobachte dich schon die ganze Zeit. Flöte ist ein bisschen eine knappe Sache. Ich habe da was anderes. Und er gab ihm seine vierseitige Lyra und sagte: Wenn es dir gelingt, aus dieser Lyra etwas, also die weiter zu entwickeln als Instrument, ich gebe dir ein Jahr Zeit, dann werde ich dir dieses Instrument schenken, dann wird es deines sein. Ja, und der Amphion, der hat dann immer probiert, vier Saiten, hat er sich gedacht, ja, also vielleicht wäre es gut, wenn man da noch eine Basssaite dazu gäbe, ja, das hat ein Volumen gebracht, und vielleicht noch zwei hohe Saiten dazu, dass man auch irgendwie Melodie spielen kann. Und am Ende dieses Jahres hatte er aus der vierseitigen Lyra eine siebenseitige gemacht und dem Hermes gefiel das. Er hat gesagt: Ja, du hast dieses Instrument wirklich erweitert, du darfst es haben und es wird dir große Dienste erweisen, dieses Instrument. Und Amphion hat das auch geglaubt und Zethos, sein Bruder, der ihn so geliebt hat, der war begeistert davon. Und dann sind sie dran gegangen, die Stadt neu zu organisieren. Sie haben die Frage gestellt: Was ist überhaupt eine Stadt? Was ist eine Stadt? Was unterscheidet eine Stadt von einem Kaff? Und sie kamen zur Ansicht, der Unterschied zwischen Stadt und Nichtstadt ist eine Mauer. Und Katmaia hatte keine Mauer. Im Grunde war Katmaia nichts anderes als eine Straße mit ein paar Häusern. Ich sagte: Wir machen eine Mauer. Und haben sie an die Arbeit gemacht, die beiden. Die Bürger haben natürlich mitgeholfen, aber die Bürger, die sind ja immer so, die sagen: Ja, die wollen, sollen sie erst mal selber, wenn es gut geht, dann machen wir auch mit. Aber Zethos war ungeheuer stark, hat einen Stein auf den anderen gelegt und diese Mauer ist begonnen worden. Amphion hat er nicht ganz mithalten können, er war ja der Musische. Und manchmal hat sich Zethos über ihn ein bisschen lustig gemacht, in freundschaftlich, brüderlich, freundschaftlich, liebevolle Art. Aber es hat doch dem Amphion im Herz gezwickt, dass ein Bruder ganz allein diese Stadt baut. Und dann hat er zu Hermes, seinem Gott gebeten und hat gesagt: Du, ich spiele jetzt auf dieser Lyra, die ich da so vervollkommnet habe. Und hilf mir, bitte hilf mir, wenn ich ein Lied spiele, dass ich die Steine erheben, dass ich halt auch ein bisschen einen Eindruck machen kann. Und der Hermes hat sich gedacht: Ja, eine bessere Werbung für Musik als solches gibt es ja kaum, als wenn man mit Musik eine Stadt errichten kann. Und der Amphion sagt zu seinem Bruder Zethos: Pass auf, du tust mal gar nichts. Setz du dich mal dahin in den Liegestuhl und schau zu, ich werde dir was zeigen.
Die Haufen Steine waren da und Amphion beginnt auf seiner siebenseitigen Lyra zu spielen und plötzlich erheben sich die Steine. Und weil es sieben Seiten sind, haben sich die Steine an sieben Stellen rund um die Stadt niedergelassen und sind sieben Tore geworden. Sieben Tore hatte diese Stadt auf einmal. Das hat dann dem Zethos wehgetan, hat ihn gezwickt und es war Gefahr, dass die beiden Brüder, die sich von Anfang an so geliebt haben, dass die sich plötzlich zerstreiten. Und der Amphion, der hat sich gesagt, es soll nie wieder vorkommen, bitte nie wieder, zum Hermes gebetet, gesagt, es war ganz toll, dass du mir da geholfen hast, aber in Zukunft lass das lieber sein, meinem Bruder gefällt das nicht so gut. Und Zethos hat gesagt, ja, dann braucht es mich ja überhaupt nicht, dann kannst du mit deinem Geklimper da selber die Stadt bauen. Der Amphion sagt, nein, wir sehen, es geht nicht. Oder hat es nochmal probiert, nichts hat sich bewegt. Aber der Zethos war dann doch noch ein bisschen, eine Spitze hat er im Herz gehabt. Und um ihn ganz zu versöhnen, hat dann, als die Stadt fertig war, mit einer wunderschönen Mauer rundum, mit sieben Toren, hat Amphion folgenden Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, hör zu, die Stadt hieß bisher Katmaya, nach unserem Vorfahren, Vorvorvorfahren Kadmos, der vor vielen, vielen Jahren hierher gekommen sei, angeblich. Das ist eine Sage. Das ist ja interessant festzustellen, dass es innerhalb der Mythologie auch eine Mythologie gibt, aber das nebenbei. Wir geben dieser Stadt einen neuen Namen. Das war der Vorschlag des Amphion. Und Zethos hatte sich zu dieser Zeit gerade verliebt und er war durchdrungen von dieser Liebe. Er hat dann gar nichts anderes mehr gedacht und dieses Fräulein, das er sich verliebt hatte, hieß Thebe. Und da machte Amphion den Vorschlag, für deine Geliebte, die deine Frau sein wird, zu eurem Hochzeitstag, von da an soll die Stadt Theben heißen, nach deiner Frau. Und dann hatten sich die beiden Brüder wieder versöhnt. Es war ja kein richtiger Streit. Sie waren übrigens hervorragende Politiker, möchte ich dazu sagen. Und zwar schließe ich das aus einem einzigen Gedanken. Sie waren der Meinung, die Aufgabe eines Politikers besteht nicht darin, das Glück der Bürger zu vermehren, sondern ausschließlich daran, das Unglück der Bürger zu verringern. Das finde ich einen bedenkenswerten und einen sehr interessanten Vorschlag, einige tausend Jahre alt. Versprochen, er zeigt sich Semele in seiner ganzen Herrlichkeit und da brennt sie ab, geht in Flammen auf. Und Zeus kann gerade noch im letzten Augenblick in diese brennende Semele greifen und die Leibesfrucht, die schon herangewachsen ist, in ihr aus dem Herz des Zagreus retten. Und da denkt er sich, na gut, jetzt ist aber Schluss. Ne? Er schneidet sich den Oberschenkel auf, näht diesen Fötus ein in diesen Oberschenkel und nach einer Weile, ich weiß nicht, wie lange eine göttliche Oberschenkelschwangerschaft dauert in der Regel, aber nach einer Weile platzt diese Wunde auf und heraus kommt ein neuer Gott. Und wie es volksetymologisch heißt, der zum zweiten Mal Geborene, nämlich Dionysos. Und dieser Dionysos, der hat jetzt keine Mutter, der ist ein Weise von Anfang an, weil sein Vater kümmert sich ja nicht um ihn. Der wird nun zur Schwester der Semele gegeben, Ino, eine andere Tochter des Kadmos. Ino lebt zusammen mit Athamas. Wieder eine lange Geschichte. Das ist das Problem bei der griechischen Mythologie. Es gibt keine Nebenfiguren. Man kann von jeder Figur aus sagen, soll ich mich für diese oder für diese entscheiden. Aber ich will trotzdem kurz umreißen, was es mit diesem Athamas auf sich hat. Dieser Athamas ist der Zwillingsbruder des Sisyphus. Über den will ich jetzt gar nicht reden, aber Sisyphus, das kennen Sie. Sisyphus, der den Stein raufrollt. Und Athamas ist sein Zwillingsbruder, seine schwächere Kopie sozusagen. Und dieser Athamas ist verheiratet mit Ino. Und er hat auch zwei Söhne mit Ino. Und nun bekommt er einen dritten dazu, nämlich diesen jungen Dionysos, von dem niemand glaubt, dass er ein Gott ist. Aber dieser Dionysos ist ein Mächtiger, ein Starker. Und er vertreibt diese Söhne allmählich aus dieser Familie, die anderen Söhne. Jetzt muss man noch dazu etwas anderes sagen. Dieser Athamas war vorher
wiederum mit jemand anders verheiratet. Diese Geschichte habe ich schon begonnen zu erzählen. Er war verheiratet mit Nephele. Und Nephele ist ja auch eine Kopie gewesen, eine Kopie der Göttin Hera, aus Wolke gemacht. Als dann diese Wolke da übrig war im Olymp, diese Wolkengottheit, da hat sich Zeus überlegt, was soll mit der geschehen? Und da hat er gesagt, sie ist eine Kopie, der Artemas ist mehr oder weniger auch eine Kopie, verheiraten wir es mit dem. Und mit dieser Wolke Nephele hatte Artemas auch zwei Kinder, nämlich Helle und Phrixos. Und also als dann sich diese Wolke aufgelöst hat und verschwunden war und Artemas mit den zwei Kindern dastand, hat er dann Ino geheiratet und mit ihr auch noch zwei Kinder gehabt. Ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu, aber ich hoffe, ich habe es irgendwie rübergebracht. Nun war also eine Familie, da waren verschiedene Kinder da. Da war einmal Helle und Phrixos aus erster Ehe, dann diese beiden anderen Söhne, Artemas und Ino. Und jetzt kam noch dieser fremde Sohn, dieser Dionysos, dieser Gott, der von sich schon als Kind behauptet hat, er sei ein Gott dazu. Also eine sehr durchmischte, komplizierte Familiensituation. Und Dionysos hat die anderen Kinder an die Wand gedrückt, hat versucht, sie aus der Familie herauszudrücken. Er hat Zwietracht gesät, er wollte der Einzige sein. Ein wilder Gott. Es ist viel zu wenig, ihn auf die Gottheit des Weines zu reduzieren. Er ist der Gottheit der Wildheit, der Gottheit der Orgie. Das war den Griechen immer etwas unheimlich. Und dieser Dionysos war den Griechen lange Zeit unheimlich. Und erst später in ihrer Zerfallsituation haben sie sich ihm zugewandt. Er hat Zwietracht gesät, wie gesagt. Er hat in das Herz der Ino hineingegriffen und hat ihr zugeflüstert, hör zu, diese Kinder aus erster Ehe von der Nephele, diese Helle und dieser Phrixos, die verderben uns, die haben hier nichts verloren, schau, dass du sie los wirst. Und plötzlich in dieser bis dahin guten Mutter Ino und auch guten Ersatzmutter Ino kamen böse Gedanken auf. Und sie hat zu ihrem Mann Artemas gesprochen, hat gesagt, diese Kinder aus deiner ersten Ehe, Phrixos, Helle, ich kann sie nicht leiden. Sie bringen Unglück. Und Artemas hat gesagt, was für Unglück bringen sie denn? Sie bringen doch kein Unglück, sie sind doch lieb, diese beiden. Bis jetzt hast du sie doch geliebt. Nein, sie hat nicht locker gelassen, aufgehetzt von diesem jungen Dionysos. Und dann hat Ino einen Priester bestochen und hat mit diesem Priester gemeinsam in der Nacht das Saatkorn geröstet, sodass es verdorben war. Und hat am Tag behauptet, es seien Phrixos und Helle gewesen. Und dann ist Artemas zu dem Priester gegangen, dem bestochen, und hat ihn gefragt, was kann ich tun? Und dieser Priester, aufgehetzt von Ino, hat gesagt, du musst deine Kinder opfern, du musst sie selber töten. Führe sie auf den Berg, Phrixos und Helle, und dort schneide ihnen eigenhändig die. Erinnern Sie sich an Zagreus? Ja, ich wünsche Ihnen also eine musenreiche Viertelstunde. Erinnern Sie sich an Zagreus, dieser Sohn des Zeus, der von den Titanen zerrissen und aufgefressen worden ist, als ein Pallas Athene nur noch das Herz des Zagreus retten konnte und ihrem Vater Zeus gebracht hat. Der hat es dann unter seine Achselhöhle gelegt, um es dort zu konservieren mit göttlichem Achselschweiß. Erinnern Sie sich an diese Geschichte? Also, Sie müssen sich vorstellen, die ganze Zeit über diese ganzen Jahre, Jahrhunderte, was weiß ich, was für Zeitrechnung das ist bei den Göttern, geht also Zeus herum und hat das Herz seines Lieblingssohnes Zagreus da unter seiner Achsel. Er will damit eines Tages etwas machen noch. Er will das nicht einfach verderben lassen, dieses Herz, das Herz eines Gottessohnes, eines Lieblings. Und eben eines Tages lernt Zeus eine Sterbliche kennen, Semele. Er nähert sich ihr inkognito. Sie weiß nicht, wer er ist, denkt sie vielleicht ein charmanter, großzügiger Handlungsreisender. Und sie fragt auch nicht, es ist eine sehr leidenschaftliche Beziehung zwischen den beiden. Zeus hat von Anfang an zu ihr gesagt, lass es uns auf dieser Ebene tun, fragen wir nicht weiter nach unseren anderen Verhältnissen. Das würde uns nur den Spaß verderben. Wer ist diese Semele?
es nicht irgendeine, es gibt nicht irgendwelche Figuren in der Mythologie. Alle diese Figuren haben eine Bedeutung, haben eine große Geschichte. Semele ist eine Tochter des Kadmos. Da muss ich auch wieder daran appellieren. Erinnern Sie sich, der Kadmos, der war der Bruder der Europa, der ausgeschickt worden ist, um seine Schwester zu suchen. Und Semele, wie gesagt, hat ein freudevolles Verhältnis mit Zeus, den sie nicht kennt. Und eines Tages sagt Zeus zu ihr: Tust du mir einen Gefallen, Semele? Und sie sagt: Ja, ich tue dir gern jeden Gefallen. Was ist denn das denn für ein Gefallen? Und er sagt: Nein, ich möchte, bevor ich dir sage, was du zu tun hast, möchte ich von dir das Versprechen, dass du es auf alle Fälle tust. Und Semele hatte keinen Grund, misstrauisch zu sein. Und sie sagt: Ja, ich verspreche dir, ich tue es. Und da holt er das Herz des Zagreus unter seiner Achselhöhle hervor und sagt: Iss es auf. Semele hat es versprochen. Gut, sie tut es. Sie isst das Herz des Zagreus auf. Und dieses Herz, also wiederum medizinisch, biologisch durchaus anzuzweifeln, aber mythologisch völlig in Ordnung, dieses Herz setzt in ihrem Leib sozusagen Frucht an. Aus diesem Herz wächst ein Embryo. Und auf diese Art und Weise wird Semele schwanger. Und dann passiert eines Tages Folgendes, was in solchen Geschichten oftmals passiert. Es klopft am Vormittag, als Semele allein ist, an ihre Tür und da steht eine alte Frau. Und wenn solche alten Frauen auftauchen in der Mythologie, dann wissen wir in der Regel, wer das ist. Es ist nämlich die vor Eifersucht rasende Hera, die sich verkleidet hat. Und sie sagt: Semele, ich beobachte dich schon die längste Zeit. Ich sehe, du hast einen neuen Liebhaber. Ja, sagt Semele, ist ein großzügiger, lieber Liebhaber. Und die alte Frau sagt: Ja, weißt du denn nicht, wer das ist? Interessiert dich das nicht? Nein, sagt Semele, eigentlich nicht. Und diese alte Frau hetzt auf die Semele. Und am Abend, als Zeus wieder kommt, sagt Semele: Würdest du mir einen Gefallen tun? Und Zeus sagt: Ja, was für einen denn? Und Semele sagt: Mach mir's doch so wie bei dem Herz. Du versprichst mir zuerst, dass du mir diesen Gefallen tust, und dann sage ich dir, was für einer. Und Zeus sagt: Das ist eine gefährliche Geschichte. Sagt Semele: Ja, kein Problem, dann verbringen wir halt den heutigen Abend in der Küche. Ist auch schön dort, ne? Brauch nicht ins Schlafzimmer zu gehen. Das will aber der Zeus natürlich nicht, und er sagt: Also gut, ich versprech's. Und sie sagt: Ich möchte wissen, wer du bist. Und Zeus hat es versprochen und er sagt: Ich bin Zeus, der oberste Gott. Und Semele glaubt ihm, denkt sich: Warum denn nicht? Ich bin ja schön, ich bin die Tochter des Kadmos, warum soll mich nicht Zeus besuchen? Und am nächsten Tag kommt die alte Frau wieder und sagt: Jetzt, Semele, weißt du, wer das ist? Und sie sagt: Ja, ich weiß, wer das ist. Es ist Zeus, der oberste Gott. Ja, kannst du dir vorstellen, sagt die alte Frau. Und das hast du ihm geglaubt? Er soll sich dir doch in seiner ganzen Herrlichkeit zeigen. Und sie hetzt sie wieder auf. Und wieder am Abend, Zeus kommt, sie sagt: Du, ich hätte da eine Bitte. Und er fragt: Was für eine? Und sie sagt: Nein, du musst mir erst versprechen. Und er sagt wieder: Das ist eine gefährliche Geschichte, aber er verspricht's, weil sonst Küche anstatt Schlafzimmer. Ich möchte dich in deiner ganzen Herrlichkeit sehen, sagt Semele. Aber das hält ein Mensch nicht aus. Aber Zeus hat es. Das kannte sie bisher nicht. Bisher war ja alles schön, ruhig gewesen. Es war das Gefühl des Leids. Das war nicht unbedingt angenehm, aber es war eines ganz sicher nicht, es war nicht langweilig. Und sie dachte sich: Lieber will ich Leid haben als Langeweile. Und nun hat Lykos, der Bruder des getöteten Königs, die Gewalt an sich gerissen. Er hat Epopeus getötet und hat Antiope, das verwöhnte, schöne Kind, zu sich in Gefangenschaft genommen. Und er sagte zu ihr: Du wirst sehen, man kann aus dem schönsten Menschen einen hässlichen Menschen machen, wenn man sich nur recht bemüht. Und er hat sich recht bemüht. Er hat ihr die ältesten, schlimmsten Kleider angezogen, hat sie mit Asche beworfen. Und auf seinem Tross, mit dem er durch das Land zog, musste sie hinterhergehen. Sie war gefesselt und musste hinten nachlaufen, war dem Gespött preisgegeben. Hochschwanger, wie sie war. Und dann ist sie niedergekommen unterwegs. Am Wegrand hat sie Zwillinge geboren. Und ihre Befürchtung,
dass die Kinder des Satyrs so hässlich werden wie der Satyr, die trafen überhaupt nicht zu. Es waren zwei sehr hübsche, liebe Knaben. Und sie gab ihnen den Namen Amphion und Zethos. Und sie sah, dass sich die Knaben schon gleich nach der Geburt selbst umarmten, dass diese beiden sich liebten. Das ist ja in der griechischen Mythologie bei Gott selten. Meistens herrscht Brüderhass. Aber in diesem Fall, im Fall von Amphion und Zethos, war es nicht so. Und zwar vom ersten Augenblick an. Und es sah aus, als wolle der eine den anderen beschützen. Und Antiope sagte zu ihren Kindern, die da am Wegesrand lagen, nackt: Das werdet ihr auch nötig haben, denn ich kann nicht für euch sorgen. Und schon wurde sie weggerissen von ihren Kindern. Und die Kinder lagen da. Und es war ihre größte Sorge, ihr größter Schmerz. Und sie wusste wieder, dieser Schmerz ist alles andere als Langeweile. Aber es kam ihr das erste Mal in ihr Herz der Wunsch nach dieser Zeit, als sie noch glaubte, dass alles so langweilig war. Und dann waren sie zu Hause bei diesem furchtbaren Lykos. Und Lykos trat Antiope gegenüber, die nun inzwischen eine hässliche Frau geworden war, weil sie so gequält worden war. Und er sagte zu ihr: Gell, du glaubst, ich bin der grausamste Mensch der Welt. Und Antiope sagt: Nein, das glaube ich nicht. Das weiß ich. Ich weiß, dass du der grausamste Mensch der Welt bist. Und da sagte Lykos: Dann werde ich dir den wirklich grausamsten Menschen nun zeigen und du sollst die Dienerin von ihm werden. Und er führte Antiope zu seiner Frau Dirke. Und Dirke war nun auf eine andere Art und Weise, nämlich auf eine seelische Art und Weise grausam zu Antiope. Jeden Tag kam sie zu ihr und sagte: Ach, Antiope, stell dir vor, ich habe heute gehört etwas über deine beiden Söhne. Es soll ihnen angeblich ganz furchtbar gehen. Und Antiope wusste, es war gelogen, und weil sie es jeden Tag machte. Und sie sagte zu ihr: Du willst mich nur wieder quälen, es ist nicht wahr. Und Dirke sagte: Ach so, na gut, in dem Fall, wenn es dich nicht interessiert, dann brauche ich es ja nicht zu erzählen. Und dann dachte sich Antiope: Aber vielleicht ist es eben doch wahr. Und so quälte sie Dirke jeden Tag über viele, viele Jahre. Und ihre Söhne, Amphion und Zethos, die wuchsen fern von ihr auf. Sie waren da am Wegrand gelegen. Und wie es in Märchen, und diese Geschichte hatte was Märchenhaftes an sich, ich finde es zwar nicht unbedingt sinnvoll, zwischen Märchen und Sagen immer zu unterscheiden, aber manchmal gibt es eine Melodie in solchen Geschichten, die doch an Märchen erinnern, mehr als an Sagen. Und in dieser Geschichte ist es, diese Knaben lagen da am Wegrand in der heißen Sonne. Und da kam ein Hirte des Weges und hat sie gefunden und er hat sie aufgenommen, hat sie als seine eigenen Kinder großgezogen. Und sie sollten die Schafe hüten, als es junge Knaben waren. Und es zeigt sich etwas, ein Erbe. Sie haben die Schafe gehütet. Amphion war der Musische, er hat Flöte gespielt dabei. Zethos war der Starke, er hat ein bisschen Steine gestemmt dabei. Und bald merkten sie, was die Qual ihres Lebens ist, nämlich, dass ihnen langweilig wird. Amphion hat auf der Flöte gespielt, dann hat er alle Lieder gespielt. Dann hat er gesagt: Jetzt mag ich nicht mehr. Zethos hat alle Steine gestemmt, dann hat er gesagt: Ich mag jetzt auch nicht mehr. Manchmal haben sie sich unter einen Baum gestellt, haben sich den Rücken, die Kehle durch. Woran erinnert das uns? Natürlich, es erinnert uns an die biblische Geschichte von Abraham und Isaak, der auch seinen eigenen Sohn hinrichten sollte. Es ist dies ein Mythologem, das im ganzen Mittelmeer Raum verbreitet ist. Und Athamas, der schwache, arme Vater, er führte seine Kinder Phrixos und Helle auf diesen Berg, verbarg in seinem Gewand das Messer. Und es war ihm das Herz sehr schwer. Und die beiden Kinder wussten nicht, was mit ihnen geschah. Und sie haben ihren Vater geliebt und gesagt: Was tust du? Und er sagte: Ich will euch etwas zeigen. Warum hast du so ein schweres Herz? Fragten sie. Ach, ich bin alt, sagte er, und der Weg ist mühsam. Warum verbirgst du deine Hand immer unter deinem Gewand? Fragten sie ihn. Ach, es ist mein Herz, das mir schmerzt und ich muss es halten, sagte er.
Und dann waren sie auf dem Gipfel des Berges. Und Athamas richtete einen Altar her. Und dann zückte er sein Messer und wollte seine beiden Kinder Phrixos und Helle töten. Aber da kam, ganz ähnlich wie in der Geschichte von Abraham und Isaak, da kam ein Widder daher, aber im Unterschied zur biblischen Geschichte flog dieser Widder daher und dieser Widder hatte ein goldenes Fell. Dieser Widder war geschickt worden von Nephele, von der Mutter von Helle und Phrixos, die ja inzwischen eine Wolke war, die sich in Luft aufgelöst hatte, aber deswegen ja doch noch vorhanden war. Die hat, um ihre Kinder zu retten, diesen goldenen Widder geschickt und Helle und Phrixos schwangen sich auf diesen Widder und der Widder flog mit ihnen davon. Er flog mit ihnen davon. Sie hielten sich aneinander fest, die beiden Kinder, Helle und Phrixos, sie wussten nicht, was in ihren Vater gefahren ist. Und als sie dann so über dem Mittelmeer flogen, dann schaute Helle hinunter und Phrixos sagt, tu das nicht, halt dich an mir fest, es ist gefährlich. Aber Helle war ganz begeistert, das Mädchen, und sagte, wie schön das hier ist, wie schön das alles ist. Und sie hat sich geneigt und ist abgerutscht und ist heruntergefallen von diesem schönen, fliegenden, goldenen Widder. Und dort, wo sie aufgeschlagen ist am Boden, an dieser Stelle, dort hat dieser Boden ihren Namen bekommen und bis heute heißt diese Stelle Hellespont, weil dort Helle abgestürzt ist. Und Phrixos flog weiter, flog bis dorthin, wo heute Georgien ist, in das Land Kolchis, wo der König Aietes wohnt, ein finsterer König in einem finsteren Land. Und als er dort landete, wurde er sofort von diesem König Aietes getötet, denn dieser König wollte den goldenen Widder haben und er tötete auch den Widder und zog ihm das Fell ab. Es ist das berühmte goldene Vlies, das in einer anderen Sage, die ich später erzählen werde, eine große, eine zentrale Rolle spielen wird. Wenn ich recht gezählt habe zum 12. Mal, wünsche ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Ich will Ihnen heute eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über die Langeweile, um genau zu sein, über die verheerenden Folgen der Langeweile. Es war mal ein König, Nykteus hieß er, war der König der Stadt Katmaya. Und dieser König war das, was man einen Ästheten nennt. Ihm galt nur eines, nämlich es musste alles, was geschah, schön geschehen. Was dann geschah, war ihm nicht so wichtig. Es musste nur schön geschehen. Jedes Schuhband musste zum Haarband passen. Jedes Essen war ein ästhetisches Vergnügen. Und wir hören es auch gerne, er war ein friedlicher König. Vom Krieg hat er nichts gehalten, gar nichts. Also beim Verteidigungsbudget hat er eingespart, nicht deswegen aus moralischen Gründen oder aus ethischen Gründen, sondern weil für ihn der Krieg doch so eine arg schweißtreibende Angelegenheit war. Das heißt, es war unästhetisch, Krieg zu führen. Es war auch unästhetisch, besonders schweißtreibende Sportarten zu betreiben. All das wollte er nicht. Es war Harmonie, Ruhe, Gleichklang, alles Schräge, alles Laute, alles Schrille war verbannt von seinem Hof. Und so herrschte König Nykteus. Und König Nykteus hatte eine Tochter, Antiope, und in sie investierte er nicht nur Liebe, sondern seine ganze Zukunft, weil er wusste, er wird eines Tages sterben, wer wird dann die Schönheit weiter in die Welt hinaustragen, also seine Tochter Antiope. Und alle ihre Kleider waren nach den besten ästhetischen Kriterien ausgesucht. Sie wurde nur mit dem Allerbesten ernährt und sie wurde nur in der Schönheit erzogen. Und eines Tages verliebte sie sich, oder besser gesagt, es wurde ihr zugeführt, auch ein sehr schöner junger Mann, Epopoeus. Und so saßen sie dann beieinander. Und eines Tages rollte Antiope die Augen. Und sie sagte sich, jetzt habe ich die Augen gerollt, wieso? Und sie stellte mit einem Schlag fest,
dass ihr Leben zwar schön war, aber unendlich langweilig und dass es eigentlich nicht lebenswert war. Und da ging sie hinaus in die Natur, in den Wald ging sie. In der Natur, dort fand sie, dort war alles chaotisch, dort war alles wild. Dort war unordentlich und nicht schön. Und das gefiel ihr, dort holte sie sich Ausgleich von der Schönheit. Und dort wurde sie von Zeus erblickt. Der blickte vom Olymp herunter und sah die Schöne, diese wunderschöne Antiope. Und er beriet sich mit seinem Sohn Hermes und sagte, was soll ich tun, dass ich bei ihr gut ankomme? Und der Hermes, der ja die Menschen kennt, er wird ja auch der Psychopompos genannt, der Seelenführer, der die Seelen in den Hades führt, und er weiß, was das größte Leid der Menschen ist, nämlich all diese Versäumnisse am Ende des Lebens, an die sie sich erinnern. Und er sagt, du musst, wenn du dich ihr näherst, hässlich sein, unästhetisch sein, du musst stinken, du musst böse ausschauen, hässlich musst du sein, dann wird sie auf dich fliegen. Und der Zeus hat den Ratschlag seines Sohnes angenommen. Er hat sich in einen Satyr verwandelt. Und eines Tages, als Antiope da im Wald stand, stand ihr so ein Satyr gegenüber, zottelig im Fell, mit einem sauren Atem aus dem Mund, mit bösen, verquollenen Augen. Und sie fürchtete sich vor ihm, aber gleichzeitig fühlte sie sich hingezogen zu ihm. Und der Satyr verführte sie. Er schlief mit ihr. Und sie lief nach Hause voll Ekel, aber gleichzeitig, dieser Ekel war gemischt mit Begehren. Und in dieser Widersprüchlichkeit, in dieser Zerrissenheit wurde Antiope noch schöner. Das brachte ihr den Eros, den Sex in die Augen. Und ihr Gatte Epopeus, der merkte das und sagt, was ist mit dir los? Du blühst so auf, du gefällst mir, du wirst so wild, lass uns von diesem Hof gehen. Er wurde angesteckt von ihr. Darf ich dich wenigstens einmal begleiten, wenn du in den Wald gehst? Und sie sagt, nein, das will ich nicht. Und immer wieder voll Ekel, aber gleichzeitig voll Begehren ging sie in diesen Wald. Und plötzlich diese Besuche, die im Wald, das wurde für sie das Elixier des Lebens gegen diese Langeweile. Und dann eines Tages merkte sie, dass sie schwanger war. Und sie wusste, sie ist schwanger nur von diesem hässlichen Untier, von diesem Monster, von diesem Satyr. Sie wusste nicht, dass es Zeus war. Und da bekam sie Angst, weil sie fürchtete, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, das wird auch so hässlich sein und das wird ihr Vater Nykteus nicht dulden, der Ästhet. Und da sagte sie zu ihrem Mann Epopeus, du wolltest ja gehen, du wolltest fliehen, willst du immer noch? Und er sagte, ja, selbstverständlich, wohin du willst, mit dir gehe ich überall hin. Warum willst du fliehen? Was ist mit dir? Und sie sagt, bitte frag nicht. Und er sagt, warum soll ich denn nicht fragen? Und sie sagt, das ist auch schon eine Frage, auch diese sollst du nicht stellen. Und sie flohen aus Katmaya. Und da war dann diese Ästhetik des Gedankens und der Empfindung aus dem Nykteus wie verblasen. In seine Tochter hatte er schließlich investiert und jetzt ist sie weg. Das konnte er nicht dulden. Und er wandte sich an seinen Bruder, und sein Bruder Lykos war nun genau das Gegenteil von ihm. Der war einer, dem die Schönheit vollkommen egal war, ein Kriegsmann. Und er sagte zu ihm, Lykos, hör zu, ich brauche deine Hilfe. Du musst mich begleiten, wir müssen meine Tochter und ihren Mann, die da mit ihrem Gefolge weg sind, die müssen wir zurückholen. Die gehört mir, das ist mein Eigentum. Der Lykos sagt, ja klar, jederzeit. Allerdings schön wird es nicht werden. Ich meine, ich kenne dich ja. Sagt er, gut, die Schönheit ist im Augenblick ausgeblendet, sagte Nykteus. Ich möchte meine Tochter wieder haben. Und sie nahmen die Spur auf und sie fanden die beiden, Epopeus und Antiope. Und es kam zu einer Auseinandersetzung und unglücklicherweise führte Epopeus das Schwert, er wollte gar nicht, unglücklicherweise rutschte aus, jedenfalls er tötete den Vater der Antiope. Und da war plötzlich große Trauer in ihr und sie Verzweiflung, weil sie hat ihren Vater ja geliebt und sie fragte sich, was ist das für eine Empfindung, was ist das für ein Gefühl?